Mit einer prunkvollen Militärparade feiert Russland jedes Jahr am 9. Mai den Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Aber diesmal hielt sich Präsident Wladimir Putin nicht lange mit Reden zur Vergangenheit auf. Vielmehr nutzte er die Veranstaltung, um der NATO die Schuld für den Krieg in der Ukraine zuzuschieben. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ. Die Verantwortung für die Eskalation liege also gänzlich beim Westen. Die Invasion sei reine Selbstverteidigung, führte Putin fort, umringt von Veteranen des Zweiten Weltkriegs. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны. Es ist die Erzählung, die Putin bereits seit Ende Februar bemüht, als seine Truppen die Ukraine überfielen. Der Krieg verändert auch die Feierlichkeiten in Moskau. Die Stimmung ist ja ein bisschen schwierig zu fassen. Es ist schon fröhlich, aber es gibt hier nicht die vielen Hurra-Rufe. Es gab ein bisschen Applaus, als hier einige Panzer und gepanzerte Fahrzeuge, Raketenwerfer vorbeifuhren. Aber es gab eben nicht das große Hurra. Man merkt, dass in diesem Jahr die Menschen schon sehr Bescheid wissen, was in der Ukraine passiert. Aber viele unterstützen hier Putins Kurs für diese, wie es heißt, Spezialoperationen. Denn in Russland darf hier nicht von Krieg gesprochen werden offiziell, sondern immer nur von Spezialoperationen. Vor Putins Auftritt war über eine mögliche offizielle Kriegserklärung spekuliert worden. Sie blieb aus. Der Präsident verzichtete auch auf eine Generalmobilisierung oder eine Drohung mit nuklearen Angriffen. Aber er erzählte seine Geschichte der angeblichen Entnazifizierung der Ukraine unberührt weiter. Вы сражаетесь за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой, чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам. Und all das sagt Putin feierlich, während seine Truppen in der Ukraine gezielt Zivilisten angreifen und Kriegsverbrechen begehen. Neben der Stimmung ist unterdessen noch etwas in Moskau anders als in vorherigen Jahren. Im Zentrum sind die Sicherheitsmaßnahmen hier strenger als in den Jahren zuvor. Jedenfalls wirkt das so auch an der Tverskaya Straße, wo die Parade begann mit den Waffen und mit den Fahrzeugen. Die war weitgehend heute Morgen sehr, sehr stark abgesperrt. Und auch hier sind die Zugänge hinter mir immer noch gesperrt. Die Leute schauen, wo sie jetzt lang gehen können. Viele wollen in die Parks und dort weiter diesen Tag begehen. Auch Volodymyr Zelensky trat an diesem Tag auf. In einer neuen Videobotschaft inszenierte er sich auch bildlich als Gegenpol zu Putin. Ohne Panzer, ohne Paraden schreitet er in dem Clip durch die Straßen von Kiew. Auch Zelensky sprach über den Tag des Sieges und zeigte sich kämpferisch. День перемоги над нацизмом. Ми боремось за нову перемогу. Шлях до неї важкий, але ми не сумніваємось, що переможемо. В чому наша перевага над ворогом? Ми розумніші на одну книгу. Це підручник з історії України. Ми б не знали горя, якби всі наші вороги вміли читати і робити правильні висновки. Bei Putin wiederum war bemerkenswert, was er außer dem Wort Krieg in seiner 11-minütigen Rede nicht erwähnte. Weder nannte er die Ukraine beim Namen, noch sprach er über möglichen Fortschritt oder Erfolge oder darüber, wie lange der Krieg noch dauern soll.